Morgen. Willkommen zum Morgengottesdienst. Lass uns beten. Ja, Jesus, danke, dass wir wieder diese Zeit haben mit dir heute Morgen. Danke, dass du hier bist. Danke, dass wir uns in deinem Haus versammeln können. Danke, dass wir die Freiheit dazu haben. Danke für dieses Privileg. Danke, dass es sich lohnt, hierher zu kommen. Jedes einzelne Mal lohnt es sich. Danke dafür. Danke, dass wir dein Wort jetzt hören dürfen. Und ich bitte dich, dass du in den Mittelpunkt rückst, Jesus, und dass wir dein Wort wirklich auch empfangen, dass wir es verstehen, Herr, dass es wirklich das auch ausrichtet, wozu du es gesandt hast. Denn dein Wort kehrt nicht leer zu dir zurück, sondern es richtet aus, wozu du es gesandt hast. Und ich danke dir dafür. In deinem Namen. Amen. Ja, lass uns anfangen mit einem Vers aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 21. Und zwar Vers 22. Matthäus 21, 22. Da sagt Jesus selbst zu seinen Jüngern: Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, werdet ihr es bekommen. Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, werdet ihr es bekommen. Halleluja. Ich finde, das ist ein sehr inspirierendes Wort. Es macht deutlich, wie viel Spielraum oder Autorität Gott uns einfach auch gegeben hat. Und hier wird keine Ausnahme gemacht. Das wird nicht irgendwie eingeschränkt. Es gibt eine gewisse Bedingung, zu der komme ich gleich. Aber es heißt, dass, also ganz eng verbunden finde ich mit dem Vers, ist ein anderer Vers, wo es heißt, alles ist möglich dem, der da glaubt. Ja. Alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, werdet ihr es bekommen. Gott macht da keine Einschränkungen. Also ich finde es einen sehr inspirierenden, sehr ermutigenden Vers. Und jetzt waren wir als Familie ein kleines bisschen sozusagen herausgefordert letzte Woche. Wir waren, also vor ungefähr anderthalb Wochen waren wir in Urlaub gefahren für ein paar Tage und hatten uns sehr darauf gefreut und hatten im Vorfeld auch gebetet, dass wir doch gesund in den Urlaub fahren, dass wir den Urlaub gesund erleben und auch gesund zurückkehren. Und um es vorwegzunehmen, das hat nicht ganz geklappt. wir sind gefahren und das war auch wirklich schön, aber wir mussten den Urlaub leider frühzeitig abbrechen, weil unsere Tochter erkrankt ist. Und jetzt auch nicht nur mit einem kleinen Husten oder so, sondern es war schon leider ziemlich ausgeprägt, sodass wir keine Alternative hatten, als frühzeitig abzubrechen und nach Hause zu fahren. Und sie ist jetzt wieder gesund, ist wieder alles gut. Das ist das Entscheidende. Und ich erzähle das auch nicht, um mich zu beklagen. Natürlich waren wir nicht glücklich darüber und haben uns erstmal nicht gefreut, sondern waren ein bisschen traurig. Aber natürlich, die Gesundheit unserer Tochter geht vor und jetzt ist sie wieder gesund. Das ist das Entscheidende. Aber natürlich haben wir uns auch ein bisschen gefragt, warum ist es denn jetzt so gekommen? Wir hatten doch dafür gebetet. Ne? Kennst du vielleicht auch, ja? Ich habe doch dafür gebetet, ja? Warum ist es jetzt nicht so gekommen? Warum ist es anders gekommen? Oder warum ist es noch nicht gekommen? Und das bringt mich immer wieder zu diesem Vers, einfach schon seit einigen Monaten eigentlich immer wieder mal, in unregelmäßigen Abständen, dass ich so ein bisschen eigentlich meine, wie soll ich sagen, meine Gebete und deren Erhörung auf den Prüfstand nehme und mich frage, bin ich zufrieden damit, wie Gott meine Gebete beantwortet, ja? Und und ich habe für mich einfach festgestellt, ich bin manchmal nicht zufrieden. Und ich glaube, dass das auch in gewissen Grenzen okay ist. Natürlich, es geht darum, dass wir Gott vertrauen und er ist größer und wir wissen, seine Wege sind viel, viel höher als unsere Wege. Wir werden immer wieder an Punkte kommen, wo wir Dinge nicht verstehen und einfach aufgerufen sind zu vertrauen und loszulassen und zu glauben, dass Gott gut ist. Aber ich glaube, Gott bringt uns auch manchmal, und so habe ich das Empfinden bei mir im Moment, an den Punkt, dass er sagt, guck mal genau hin, da ist mehr. Und ich glaube, da ist mehr und ich habe festgestellt, ich will effektiver im Gebet sein. Ich will einfach, ich will deutlicher sehen, dass meine Gebete beantwortet werden von Gott. Ich will sehen, dass er deutlich, sehr sichtbar und klar eingreift und dass Dinge sich verändern. Im Leben von anderen, auch in meinem eigenen Leben. Und ich würde mal sagen, also empfinde ich es zumindest, es ist eine gesunde Unzufriedenheit, die da aufgekommen ist. Ich bin damit nicht mehr einverstanden. Also ich merke, das ist manchmal einfach, da ist mehr und das, da will ich nicht stehen bleiben. Und die Frage ist also, wie kann ich weiterkommen? Wie können wir weiterkommen? Wie kannst du weiterkommen darin, dass deine Gebete beantwortet werden von Gott?
dass dieses Wort, wie es hier heißt, alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, werdet ihr es bekommen, dass dieses Wort einfach mehr und mehr Erfüllung findet. Das ist das Wort Gottes, also ist es die Wahrheit. Und also darf ich erwarten und sollte erwarten, dass es sich in meinem Leben erfüllt. Ansonsten brauche ich es nicht zu lesen. Also wenn ich es ernst nehme, dann sollte ich mein eigenes Leben oder auch das Leben derer, für die ich bete, anschauen und gucken, passiert da was? Ja? Und wenn man jetzt im einen Vers vorher liest noch, da sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt. Und das hat mich zu zwei Punkten erstmal gebracht. Der erste Punkt ist, wenn ihr Glauben habt, ja, haben wir denn den Glauben? Glauben wir das denn wirklich, dass das, wofür wir bitten, auch eintreffen wird? Wenn man ehrlich ist, also kenne ich auch von mir, manchmal betet man etwas, man betet es vielleicht, weil man es so gelernt hat, es so zu beten. Aber stehe ich auch mit meinem Glauben wirklich dahinter? Erwarte ich, dass es auch wirklich passiert? Ja, deswegen sagt auch Jesus, und das ist eben diese Bedingung, von der ich gerade kurz vorher gesprochen habe, alles, was ihr bittet im Gebet, und jetzt kommt der Zusatz, wenn ihr glaubt, werdet ihr es bekommen. Wenn ihr glaubt. Also nicht alles, was du bittest, wirst du bekommen. Das steht da nicht. Sondern alles, was du bittest, mit dem Zusatz, wenn du glaubst, wirst du bekommen. Ja, also ich glaube, und das sagen die Jünger ja auch an einer anderen Stelle in den Evangelien, Herr, mehre unseren Glauben. Lass unseren Glauben wachsen. Sie sind auch an den Punkt gekommen, dass sie gemerkt haben, das reicht einfach nicht. Wir brauchen mehr Glauben. Und ich brauche mehr Glauben. Das kann ich von mir ganz klar sagen. Ein anderer Punkt ist, ja, Jesus sagt in Vers 21, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt. Nicht zweifeln. Ist manchmal auch nicht so einfach, oder? Deswegen, lasst uns Gott da auch fragen und bitten, mit Zuversicht, dass er, auch wenn Zweifel, Wurzeln des Zweifels in unserem Leben sind, dass er die offenbart, damit sie behoben werden können. Damit nicht nur an der Oberfläche ein bisschen behandelt wird, sondern dass die Dinge wirklich offenbar werden und dann rausgenommen werden und dann wirklich ein für alle Mal auch erledigt sind. Und dann ein wichtiger anderer Punkt ist, wenn ihr glaubt, ja, alles was ihr bittet, wenn ihr glaubt, werdet ihr es bekommen. Was heißt das denn? Ja, wie glaube ich denn? Glaube gemäß dieses Wortes. Dein Glaube muss im Einklang sein mit dem Wort Gottes. Und also, ne, du kannst irgendwie Predigten hören, du kannst beliebte Sprecher, Prediger haben und das, ich gehe auch davon aus, ne, es sind Männer und Frauen Gottes wirklich, die in den Wegen Gottes gehen, aber glaube nicht ihrem Wort, sondern glaube diesem Wort. Ja, das ist das Entscheidende. Lass das deinen Fokus sein und nicht, ich sage jetzt mal ein bisschen zugespitzt, die Predigt deines Lieblingspastors. Ja. Halleluja, danke, dass wir wunderbare Pastoren haben. Ja, versteht mich nicht falsch, was ich sage. Aber wir brauchen das Wort Gottes als allererstes. Unser Glaube muss im Einklang sein mit dem Wort Gottes. Lass uns weitergehen zu Johannes 15, Vers 7. Auch hier spricht Jesus. Johannes 15, Vers 7. Da sagt er, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Wir lesen auch wieder ganz schnell, wir werden bitten und zwar was wir wollen und es wird geschehen. Wow, jawohl. Ne? Ich bitte Gott einfach um das, was mir wichtig ist und er wird es machen. Davor steht aber noch, das ist auch Teil dieses Verses, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Und was ich, wenn ich in Jesus bin und seine Worte in mir bleiben, was will ich denn dann? Dann will ich das, was Jesus will. Wenn ich im Einklang mit ihm bin, wenn ich in einer engen Beziehung mit ihm bin, wenn ich darin wachse, mit ihm übereinzustimmen, in dem, was er sagt, in dem, was er denkt, in dem, was er tut, dann ist es auch immer mehr in meinem Herzen, genauso zu denken, genauso zu handeln. Und dann ist das, was ich will, dann ist es das, was Jesus will. Ne, das ist ein Prozess, das ist etwas, was in uns wächst. Das ist, kann ich nicht einfach indem ich einen Schalter umlege, von einem Moment auf den anderen hervorbringen. Es ist ein Wachstumsprozess natürlich, in Jesus zu sein oder immer mehr in ihm zu sein, immer vertrauter mit ihm zu sein, immer mehr im Einklang mit ihm zu sein. Aber je mehr ich das bin und je mehr, was bedeutet es denn, dass seine Worte in mir sind? Dass seine Worte in mir bleiben. Das heißt, ich verinnerliche die. Ich mache die zu einem Teil von mir. Das macht was mit mir. Das heißt, ich komme immer mehr in Einklang mit dem, wie Jesus denkt und handelt. Und dann ist nämlich das, was ich bitten werde, auch immer mehr im Einklang mit dem, was er auch möchte, was ihm auf dem Herzen ist. Und dann bete ich automatisch immer mehr auch im Einklang mit dem Wort Gottes und mit seinem Willen. Und dann komme ich immer mehr auch in diese Erfüllung, dass das, was ich bitte, auch in seine Erfüllung finden wird. Und wichtig ist, wenn wir auf das Leben von Jesus schauen, viele Punkte sind da wichtig, ja, aber ein wichtiger Punkt ist, Jesus kam nicht, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen.
Jesus ist der, ne, der Diener der Menschheit geworden. Und wir sind auch gerufen, so zu leben wie Jesus. Wir sind nicht gerufen, uns dienen zu lassen, sondern wir sind gerufen, zu dienen. Und das gilt auch im Gebet. Das ist manchmal nicht so einfach. Ich will damit nicht sagen, dass man nicht auch für die eigenen Anliegen betet. Aber manchmal ist es erstmal wichtig, dass wir für die Anliegen unserer Geschwister beten. Und da möchte ich nur ein Beispiel kurz anreißen. Das findet sich im Buch Hiob, im Hiob 42, Hiob 42, 10. Und nur ganz kurz ein bisschen zum Kontext. Ne? Also Hiob hat natürlich große, große Schwierigkeiten durchgemacht, wie wahrscheinlich nur wenige Menschen auf dieser Welt, der alles verloren hatte, auch seine Gesundheit und wirklich alles. Es blieb ihm nichts mehr. Und dann ist es kurz davor, dass es zu dieser Wende in Hiobs Leben kommt. Und zuerst sagt aber Gott noch zu Hiob, er soll für seine Freunde, mit denen er viel gesprochen hat während dieser Schwierigkeiten, Fürbitte tun. Und dann lesen wir in Vers 10, und der Herr wandte das Schicksal Hiobs, als er für seine Freunde bat. Der Herr wandte das Schicksal, also er veränderte das Schicksal Hiobs, er brachte ihn heraus aus seinen Schwierigkeiten. Wann? Als er für seine Freunde bat. Sein Fokus war also zuerst mal, das zu tun, was Gott ihm gezeigt hatte. Sein Fokus war zuerst mal, seine Zeit im Gebet für andere einzusetzen. Und was Gott dann tut, ist, sein Leben wiederherzustellen. Und bestimmt hat er Gott auch immer wieder gesagt, Herr, was ist hier los? Und hol mich hier raus und rette mich und befreie mich. Und Gott hat dieses Gebet beantwortet. Aber er wollte, dass er zuerst noch für seine Freunde Fürbitte tut. Also hab ein dienendes Herz oder entwickle ein dienendes Herz. Ein anderer Punkt, der wichtig ist, wenn es um Erfüllung von Gebeten geht oder wichtig sein kann, sagen wir es mal so. Ich will es nicht total absolut darstellen, es ist auch mal situationsabhängig. Esra 8. Und ganz kurz hier zum Kontext, Esra war ein Lehrer im Wort Gottes, er war wirklich ein Mann Gottes, ein gottesfürchtiger Mann, der zu der Zeit der Gefangenschaft in Babylon gelebt hat. Und er ist einer derjenigen gewesen, die eine bestimmte Gruppe von Menschen aus Babylon zurück nach Jerusalem gebracht haben. Und ich meine, das muss im 5. Jahrhundert vor Christus ungefähr gewesen sein. Und er bereitet jetzt diese Reise vor. Und das ist eine lange Reise damals gewesen. Und es war nicht unbedingt eine sichere Reise, aus menschlicher Sicht. Und jetzt lesen wir in Esra 8, ab Vers 21. Und er spricht, also er schreibt in der Ich-Form. Und ich, also Esra, ließ dort am Strom bei Ahava, also an diesem Fluss, ein Fasten ausrufen, damit wir uns vor unserem Gott demütigten, um für uns und unsere Söhne und all unseren Besitz eine Reise ohne Gefahr zu erbitten. Denn ich schämte mich vom König, und damit ist der König von Persien gemeint, das war damals Artaxerxes, denn ich schämte mich vom König, Geleit und Reiter zu fordern, um uns unterwegs gegen die Feinde zu helfen. Denn wir hatten dem König gesagt, die Hand unseres Gottes ist zum Besten über alle, die ihn suchen, und seine Stärke und sein Zorn über alle, die ihn verlassen. Vers 23, also fasteten wir und erbaten das von unserem Gott, und er hörte uns. Ja, diese Bitte wird erhört. Und ein wesentlicher Punkt in diesem Kontext ist das Fasten gewesen. Also ich denke, es ist auch wichtig, kann ich auch für mein eigenes Leben sagen, es ist wichtig, auch eine Bereitschaft zu entwickeln, auch zu fasten für gewisse Anliegen. Jesus sagt selber an einer Stelle, diese Art fährt nicht aus ohne Beten und Fasten. Es gibt gewisse Umstände, wo ein Fasten einfach wichtig ist. Und einen letzten Punkt möchte ich noch kurz beleuchten. Das ist Lukas 18. Die Geschichte von der Witwe und von dem ungerechten Richter. Die vom ungerechten Richter und der Witwe. Da sagt Jesus, er erzählte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass man alle Zeit beten und nicht müde werden solle. Und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war auch eine Witwe in dieser Stadt, die kam zu ihm und sagte, schaffe mir Recht gegenüber meinem Gegner. Das war diese Bitte, die sie hatte. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, will ich doch, weil mir diese Witwe so viel Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt kommt und mich ins Gesicht schlägt. Da sprach der Herr, hört, was der ungerechte Richter sagt. Und das ist ein ungerechter Richter gewesen. Aber unser Gott ist gerecht.
Sollte aber Gott, der gerecht ist, also das füge ich in Klammern jetzt hinzu, sollte aber Gott in Klammern, der gerecht ist, das steht nicht da, sondern ne, habe von mir in Klammern, nicht auch seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, und sollte er es mit ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen unverzüglich Recht schaffen. Der Punkt in dieser Geschichte von der Witwe und dem ungerechten Richter ist Ausdauer und Beständigkeit und ein Dranbleiben und ein Nicht-Aufgeben und ein Sagen, ich bleibe dran, bis sich das Wort erfüllt, bis Gott das getan hat, worum ich ihn bitte. Natürlich ist es unter der Voraussetzung, dass diese Bitte, die du bringst, auch im Einklang mit dem Willen Gottes und seinem Wort ist. Ne? Wenn das im Widerspruch ist, dann wird es niemals erhört werden, weil es wird Gott nicht tun. Er wird seinen Gott nicht außer Kraft setzen. Aber vorausgesetzt, es ist eine Bitte, die auch in Gottes Herzen ist, dann bleib dran und gib nicht auf. Es kann lange dauern und es kann Momente geben, die schwierig sind und wo du auch sagst, ich sehe keine Veränderung. Ich weiß das auch von Menschen, auch für die wir jetzt auch noch beten, wo wir seit Jahren beten und es scheint sich einfach nichts zu tun. Scheint, ja. Aber glaube, dass Gott im Verborgenen wirkt und dass die Erhörung sich auch irgendwann im Sichtbaren manifestiert. Und einfach nur ein paar Stichpunkte als Zusammenfassung. Also was ich denke, wir aus den Versen lesen können, ist, lass uns den Herrn bitten, dass er unseren Glauben mehrt, dass unser Glaube wächst. Weil wir brauchen Glauben. Ohne Glauben sind unsere Gebete leider kraftlos. Lass uns Gott bitten, Zweifel zu beseitigen. Lasst ihn uns bitten, dass wir gemäß des Wortes Gottes glauben, ja, und nicht unseren eigenen Glauben zurechtzimmern. Das ist ungesund. Das kann nicht funktionieren. Das wird irgendwann, wird sich das zeigen, dass das nicht funktioniert. Das ist kein festes Fundament. Das Wort Gottes ist das feste Fundament. Dann streck dich nach Jesus aus und wachse darin, mit ihm im Einklang zu sein. Hab eine Sehnsucht, die stellst du nicht mit Knopfdruck an, aber bitte Jesus, dass er dir eine Sehnsucht für ihn und sein Reich und für seine Herzensanliegen gibt. Lass es ein Anliegen sein, Jesus besser kennenzulernen und im Einklang mit ihm zu sein. Entwickle ein dienendes Herz. Sei auch bereit zu fasten und gib nicht auf. Amen. Herr, wir danken dir für dein Wort, das zeitlos ist und das immer wahr ist und immer gültig ist und immer kraftvoll ist und das immer eine Richtung hat, Herr, das immer das ausrichtet, wozu du es gesandt hast. Danke, Papa, dass du uns in deinem Wort sogar gesagt hast, dass du über deinem Wort wachst, es zu erfüllen. Du schaust wirklich auf dein Wort, du bist wachsam, du schaust ganz besonders in die Leben auch deiner Kinder, dass dein Wort, das du ihnen gegeben hast, dass du uns als deinen Kinder gegeben hast, auch sich wirklich erfüllt, Herr. Aber Herr, wir brauchen Glauben, Herr. Wir brauchen es, dass wir Zweifel überwinden und noch vieles mehr. Und Herr, gemäß deines Wortes, nimm jetzt dein Wort. Nimm dein Wort, lass es uns wirklich verstehen. Lass es uns nicht nur mit dem Verstand wirklich ergreifen, lass es uns vor allem mit dem Herzen erfassen. Lass uns dein Wort mit ganzem Herzen fassen und wirklich im Glauben wachsen, Herr, und verstehen, was dieses Wort bedeutet, Herr. Lass unseren Glauben wirklich wachsen, unser Vertrauen in dich wachsen, unsere Nähe zu dir wachsen, unser Vertrautsein mit dir wachsen, Herr, dass wir mehr und mehr mit dir im Einklang sind, Herr, und dass wir die Dinge bitten, Herr, die dir auf dem Herzen sind, Herr. Und so werden wir darin wachsen, Herr, zu sehen, dass das, was wir bitten, sich auch erfüllt. Und wir danken dir dafür und es soll zu deiner Ehre geschehen, Jesus. Und gib uns Ausdauer, da wo es schwierig ist, Herr, da wo es mühsam ist, Herr, da wo seit Jahren scheinbar nichts passiert, wo man vielleicht kurz davor ist, aufzugeben oder wo man vielleicht immer wieder mal schon aufgegeben hat und vielleicht wieder kurz davor ist, Herr. Lass nicht zu, dass wir in so eine Sackgasse laufen, Herr, sondern stärke uns bitte jetzt heute Morgen, Herr, durch dieses Wort, dass es wirklich Frucht bringt zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen. Amen.